Hallo, in diesem Video stellen wir aus dem Sortiment von Vegetal Lebensmitteltechnik den Spanferkelgrill BSG 140 SK vor. Der BSG 140 SK wird mit Holzkohle betrieben. Die Holzkohle wird hierfür in den seitlichen, emaillierten Holzkohlebehälter eingefüllt. Für das Einfüllen der Kohle lassen sich die Stäbe am Holzkohlebehälter einfach zur Seite bewegen. Die seitliche Hitzequelle sorgt dafür, dass kein Fett in die Kohle tropfen kann und somit keine unerwünschte Rauchentwicklung entsteht. Unter dem Holzkohlebehälter befindet sich die herausnehmbare Ascheschublade. So kann der Grill nach der Verwendung einfach gereinigt werden. Für die optimale Belüftung ist der Grill an der Rückseite mit Lüftungsschlitzen ausgestattet. Der Edelstahlspieß ist ca. 1,5 Meter lang und wird durch den integrierten Motor, der einen 230 Volt Stromanschluss benötigt, angetrieben. Die gleichmäßige Drehung, die bei etwa 4 Umdrehungen pro Minute liegt, sorgt für ein ebenmäßiges Grillergebnis. Für die Einstellung der individuell gewünschten Hitze lässt sich der Spieß an 4 verschiedenen Positionen anbringen. Der Grill kann mit Spanferkeln oder auch Lämmern bis 35 Kilo bestückt werden. Grillguthalterungen für einen Spanferkel sind im Lieferumfang enthalten. Bei Hähnchenspieß oder Rollbraten, die den Grill gleichmäßig belasten, kann der Grill mit einem Gewicht bis zu 70 Kilo befüllt werden. Das integrierte Abtropfblech aus Edelstahl hängt herabtropfendes Fett oder auch feste Teile sicher auf. Der Grill ist massiv gebaut und mit einem Eigengewicht von knapp 40 Kilo sehr standsicher. Für den Transport ist er mit 4 feststellbaren Rollen ausgestattet. Die Montage und die Handhabung des Vegetal BSG 140 SK ist einfach und bietet zahlreiche Möglichkeiten für private oder auch gewerbliche Verwender.